Hallo und herzlich willkommen zum ersten Beta-Tagebuch für The Secret World, präsentiert von secretworld23.de. Ich bin der Chaos Maul und ich befinde mich hier auf dem Testserver für The Secret World. Und was ich bei diesem Beta-Tagebuch bezwecke, ist relativ einfach erklärt. Ich möchte dir die neuesten spielerischen Inhalte zu The Secret World präsentieren, die zurzeit noch nicht auf dem Live-Server sind. Was man hier nicht finden wird, ist relativ auch einfach erklärt. Man wird keine Quests finden. Also ich werde keine Quests zeigen, wie die funktionieren und so und wie man die löst. Und ich werde auch hier nichts spoilern. Also weder Geschichte noch sonst irgendwas. Sondern ich werde nur spielerische Neuerungen vorstellen. Und die erste spielerische Neuerung befindet sich auch hier schon in New York, wo ich mich gerade befinde. Hier hat nämlich der Chirurg aufgemacht. Und wie man jetzt zum Chirurg kommt, zeige ich dir jetzt erstmal. Den Chirurg selber findest du, wie gesagt, schon in New York. Und zwar ganz rechts oben hier in diesem Lagerhaus, hinter der Brücke über dem Park auf der anderen Seite von der U-Bahn. Und ich zeige das Gebäude am besten mal von außen, damit man mal so einen Überblick hat. Also da hinten sieht man ja den Park, wie man ihn kennt, und eben halt hier die Baustelle. Und wenn man hier eben halt auf dieses alte Lagerhaus hinter der Brücke zuläuft, hat man auch hier dieses Rolltor, was hochgegangen ist. Und man kann hier dann einfach durchlaufen. Und hier geht man dann die Treppen runter und schon befindet man sich zum Eingang zum Chirurgen. Hier fragt dann das System nochmal, möchte man die Prometheus betreten? Das ist eine Solo-Instanz. Das stimmt so nicht. Es ist nämlich keine Solo-Instanz, wie man gleich sehen wird. Und ja, dann befindet man sich hier auch bei dem Chirurgen. Ich muss sagen, der Chirurg sieht sehr einladend aus. Hier würde ich auch auf jeden Fall hingehen, um irgendwas an meinem Gesicht oder so machen zu müssen. Kann ich nur empfehlen. Und ja, hier sieht man auch schon mal einen anderen Spieler. Also nichts mit Solo-Instanz. Zumindest jetzt noch nicht. Und ja, wenn man denn irgendwas geändert haben möchte, legt man sich hier einfach auf den Operationstisch, klickt den an. Der Charakter legt sich ganz normal hin und schon kann man wie beim Charakterstellungsmenü einfach an seinem Charakter rumbasteln und eben halt die Sachen ändern. Neue Gesichter oder Haare oder sonst irgendwas habe ich leider nicht gefunden. Das sind immer noch die alten, aber es ist ja auch schon mal was. Und ja, wenn man hier fertig ist, kann man dann einfach wieder aufstehen und rausgehen und das war's dann auch schon. Die zweite große Neuerung ist in London, gleich gegenüber der U-Bahn, wenn man rauskommt. Und zwar ist dort der Friseur. Der Barbershop, den es hier schon immer gab, hat nun geöffnet. Und man kann hier wie beim Chirurgen einfach beim Friseur reingehen. Kriegt nochmal die Nachfrage, diesmal ohne Solo-Instanz. Und ja, dann befindet man sich hier beim Friseur. Sieht sehr schick aus. Und wie beim Chirurgen kann man sich dann einfach auf einen Stuhl setzen und kann dann eben halt die Haarfarbe, das Haaraussehen, ob man eben halt Schminke haben möchte und so weiter und so fort. Das kann man dann alles wie beim Charaktererstellungsmenü ändern. Und ja, wenn man das haben will, drückt man eben halt auf Ausführen oder eben halt auf Abbrechen. Das ist dann wieder einem vollkommen überlassen. Die erste Änderung ist übrigens kostenlos. Danach die Änderungen am Charakter sind kostenpflichtig und kosten eben halt den Packs. Die dritte Neuerung für Patch 1.2 liegt beim Charakter selber oder besser gesagt im Skillrad. Das Hauptrad kennen wir ja alle schon. Und nun hat Funcom noch das Nebenrad eingebaut. Das kann man hier über das Menü einfach oben erreichen. Und dann wechselt man eben halt zum Nebenrad rüber. Hier gibt es auch Fernkampf, Nahkampf und Magie, wie im Hauptrad. Man hat hier auch mehrere Slots, wie im Hauptrad. Bloß, dass die eben halt noch gesperrt sind und man hat zurzeit nur den Raketenwerfer. Das ist eben halt die neue Nebenfertigkeit. Der Raketenwerfer selber ist eine starke AE-Waffe, also eine Umgebungsschadenwaffe. Und die Punkte, die man für die Fertigkeiten braucht, beträgt immer 50 KP. Des Weiteren gibt es keine Elite-Fertigkeiten beim Raketenwerfer. Und was ganz wichtig ist, man kann die Raketenwerfer-Fertigkeiten
nur in dem neuen 8er-Slot packen. Man hat also sozusagen einen 8. aktiven und 8. passiven Slot und dort können auch nur die Nebenhandfertigkeiten rein. Die Slots selber muss man dann mit einer Quest freischalten. Unten sieht man das schon, dass da ein 8er-Slot hinkommt, aber der eben halt noch nicht da ist. Das liegt aber auch daran, dass die Quest, die man dafür braucht, zurzeit noch nicht auf dem Testserver ist. Und somit kann ich auch leider keine Raketenwerferfertigkeiten zeigen, weil eben halt die Quest fehlt. Für den Raketenwerfer selber hat sich Funcom außerdem einen neuen Itemslot einfallen lassen. Den findet man ganz normal bei seinen Items. Und der befindet sich hier rechts neben den Waffen, das ist diese Nebenhand. Da kommt dann der Raketenwerfer rein und somit muss man eben halt nicht die ersten Waffenslots irgendwie austauschen. Aber kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung. Das ist ein Feature, was viele Leute sich gewünscht haben. Nämlich oben im Menü findet man jetzt das Suche nach Gruppe Tool. Das ist zurzeit leider nur in Englisch verfügbar. Auf Deutsch funktioniert das Ganze leider nicht. Deswegen kann ich das hier nur in Englisch zeigen. Ja, es läuft eigentlich ab wie jedes normale Suche nach Gruppe Tool auch. Man sucht sich erstmal den Schwierigkeitsgrad aus, hier normal, Elite oder Albtraum. Und dann sucht man sich noch den Dungeon aus. Entweder kann man sich für alle Dungeons anmelden, für bestimmte Dungeons oder eben halt auch für Gebiete zum Questen. Und dann kann man eben halt auf View drücken und dann zeigt er einen auch die Leute an, die ja, mehr oder weniger für das Gebiet suchen. Auf dem Test-Server ist hier gerade keiner, der dafür sucht. Verständlich. Und man kann sich natürlich auch selber anmelden. Man kann dann einfach unten rechts auf Sign Up klicken. Und hier muss man sich dann ganz klassisch für eine der Klassen entscheiden. Also DPS, Heiler oder Tank. Man kann leider nur eins auswählen, also man kann sich nicht für alle drei anmelden oder so. Das heißt, man muss sich das schon vorher überlegen. Ja, und dann meldet man sich einfach an und befindet sich dann in der Warteschlange. Also sehr einfach, wie jedes normale Suche nach Gruppe Tool auch. Und auf jeden Fall hilfreich. Und ja, das war's auch schon wieder mit einem ersten Blick in den Patch 1.2 für The Secret World. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Beta-Tagebuch wieder. Bis dann!